Nach unserer Bestandsaufnahme wollen wir jetzt einen Blick in das zweite Halbjahr hineinwagen und Ihnen möglichst konkret Anhaltspunkte liefern, wie Sie Ihre Anlagepolitik strukturieren können. Wir, das sind an meiner Seite Dr. Georg Tilenius, Sie kennen ihn alle, und in der Außenposition nach wie vor Wolfgang Köbler von der KSW Vermögensverwaltungs AG. So, wir haben festgestellt, meine Herren, dass das Sachwertedenken, das ja bei uns Platz gegriffen hat angesichts des so unsicheren, instabilen Umfelds, dass das vermutlich noch die Anlagepolitik der meisten Investoren überschatten oder beeinflussen wird. Was heißt denn das konkret, Herr Tilenius, mit Blick aufs zweite Halbjahr? Aktien, Immobilien, Kunst, was man sich da alle so vorstellen könnte? Für uns nur Aktien, denn nur dort haben Sie an jeder Zeit liquides Wertpapier. Das können Sie jeden Tag kaufen, bei Änderung der Verhältnisse sofort wieder verkaufen. Das ist der große Vorteil. Und weltweit sind die Preise einigermaßen einheitlich. Wer Wertpapiere hat, kann jeden Tag handeln. Wer Immobilien hat, bezahlt erstmal als Deutscher vorne sehr viel Eintrittsgeld und muss hinten sehen, wenn er es wieder loswerden will. Wertsteigerungen ungewiss. In den letzten 15 Jahren sind außerhalb der früheren DDR die Immobilienpreise in Deutschland nicht gestiegen, mit Ausnahme weniger Sonderzentren, München, Maximilianstraße und so weiter. Und aber das kann sich ja wieder verändern. Das kann sich ändern. Gold ist vermutlich auf seinem Zenit angekommen zunächst mal. Der Goldpreis ist zu stark gestiegen und ist korrekturanfällig bis auf ungefähr 1200 Euro innerhalb der nächsten 12 Monate. Bleiben wir noch mal dabei und nehmen jetzt das Stichwort Inflation auf. Ist ja eine typisch deutsche Angst, wie kürzlich mal ein Kollege formuliert hat. Ich finde zu Recht, bei jeder kleinen Zuckung wird schon wieder das Inflationsgespenst an die Wand gemalt oder gesehen. Frage: Haben wir wirklich ein Inflationsproblem? Und dann stimmt es tatsächlich, dass Aktien auch unter der Inflation leiden, weil sie eigentlich ja als Wertpapier kein typischer Sachwert sind? Ist ja immer so eine Frage, inwieweit ist die Aktie ein Sachwert? Die Inflation haben wir im Moment nicht, aber das ist wie zu Hause bei Ihnen in Ihrem Gartenschlauch, den Sie hoffentlich ordentlich aufgewickelt haben, an der Mauer Ihres Hauses. Wenn Sie oben aufdrehen, den Wasserhahn, da läuft das Wasser durch, da sehen Sie überhaupt nichts. In dem Moment, in dem das Wasser am Ende angelangt ist, an der Spritze, da geht es dann richtig los. Wir sind jetzt im Moment in der Phase, in der sich die Inflation im Gartenschlauch langsam aufbaut. Hinten sehen wir sie noch nicht, das Rauschen des Wassers hören wir schon. Stichwort Nahrungsmittelpreise. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar einen Gartenschlauch da liegen, der ist auch nicht ordentlich aufgerollt. Der Vergleich hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da noch nichts in der Phrasenkasse gelandet ist, unsere Phrasenkasse, liebe Anleger und Anleger, kennen Sie, das ist für einen wohltätigen Zweck, immer wenn irgendwie Blödsinn geredet wird oder etwas nicht so verständlich ist oder einfach so, dann müssen die Herren oder Damen, die hier mitdiskutieren, ein Obolus entrichten. Also wir sind beim Gartenschlauch. Können Sie das nochmal normal erklären? Die Inflation baut sich langsam auf. Okay. Das Gelddrucken der Regierung, unabhängig davon, ob das in Amerika oder in Europa, der Euro ist insofern nur das beste Haus in einer schlechten Nachbarschaft, unterminiert den Wert des Geldes im Laufe der Zeit. Kurze Antwort. Heißt das übersetzt, dass der Aktienfan, und wir sind ja alle irgendwo Aktienfans, vor dem Thema Inflation noch keine Angst zu haben braucht? Noch nicht, das ist aber eine Frage der Zeit. Solange die Zinsen niedrig sind, ist das kein Problem. Es baut sich aber langsam auf und je länger mit Zinserhöhungen gewartet wird, um die schwache Wirtschaft nicht abzuwürgen, umso größer wird das Problem. Herr Köbler, haben Sie Sorge vor Inflation und steigenden Zinsen? Ich denke, man muss hier erstmal differenzieren, welche Art von Inflation wir vorfinden. Ob es eine Preisinflation ist oder das, was wir im Moment erleben, eine Asset-Price-Inflation ist, Fachausdruck. Letztlich gesehen, Angst vor Inflation haben wir keine. Wir glauben aber auch, dass es langsam in Gang kommt in das Jahr 2012, 2013 hinein, weil irgendwo muss dieses Geld hin. Die Geldmengenausweitung ist zweifelsohne da, auch wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes relativ niedrig ist. Was definieren Sie, Herr Köbler, denn als Inflation? Von welchem Bereich reden wir eigentlich? 4%, 5%, noch mehr? Gut, im Moment liegt in Europa eine Inflationsrate vor 2,7, 2,8. Ich denke, dass eine Inflation von 4% durchaus möglich erscheint. Ist ja auch der definierte Zielkorridor der EZB mittlerweile, bis zu maximal 4% und dann erst massiv tätig zu werden. Aber das wäre doch kein Drama. Nee, da müssen die Aktienfans doch noch nicht sozusagen das Handtuch werfen. Da ist im Moment auch kein Drama zu beobachten bisher.
Hyperinflation, diese Gespenster, die in den Medien oft dargestellt werden, ist für uns Nonsens. Stichwort Medien, meine Herren, Herr Tilenius. Wenn ich als Anleger jeden Tag in die Zeitung schaue und mir überlege, ich habe mein Geld geparkt, haben wir ja festgestellt, weiß nicht so recht wohin auf der Anlageseite und es kommen ständig neue Meldungen zum Thema Griechenland-Krise einerseits und zum Thema drohende Wachstumsveranlassung, weil in Amerika, Wachstumsverlangsamung, weil in Amerika der Konjunktur die Puste ausgeht. Ich lese eigentlich nur noch Negatives. Die gute Situation der deutschen Wirtschaft wird immer mehr in den Hintergrund gerückt. Was soll ich denn da machen? Ja, das ist doch wunderbar. Immer dann, wenn die großen Bedenken überwiegen, steigen die Aktienkurse. Wenn alle der Meinung sind, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen, wie im Jahr 2000, ja, dann ist der Abstieg nahe. Also im Moment ist das Umfeld für Aktien ideal bei all der schlechten, negativen Berichterstattung. Man muss nur genau auswählen, was man nimmt. Ja, das waren wieder 2 Euro, dass man genau auswählen muss, was man nimmt. Das ist doch selbstverständlich. Das sind wieder mal 2 Euro. Vergleichen wir aber ganz kurz mal die verschiedenen Anlageklassen. Sie sind ein ausgewiesener, nachgewiesener und erklärter Aktienfan. Sie haben auch gesagt, Sie haben durchaus Hoffnung im zweiten Halbjahr. Wir haben ja erlebt, dass viele Anlageklassen sich gleichförmig entwickelt haben in den letzten 1,5 Jahren. Ganz ungewöhnliche Phänomene, wie man sie gar nicht kannte. Die ja darauf schließen lassen, dass die großen Institutionen alle das Gleiche gemacht haben, entweder raus oder rein und verschiedene Trading-Transaktionen dahinter stehen, eigentlich keine Anlagen. Würden Sie der Aktie Priorität geben gegenüber Rohstoffen? Sie haben ja schon gesagt, Gold ist Ihnen eher zu teuer. Oder gibt es noch Konkurrenz für die Aktie sozusagen? Auf die Dauer gibt es da keine Konkurrenz, denn vernünftige Aktien, langfristig ausgerichtete Werte mit ordentlicher Substanz, ordentlichem Wachstum, nicht zyklische Werte, sondern konsumnahe Werte, haben in Zeiten niedriger und mittlerer Inflation sich immer sehr gut gemacht. Nur, wie vorhin besprochen, wenn wir Hyperinflation bekommen, womit nicht zu rechnen ist, 6 und 7%, dann geht alles in die Knie. Aber Unternehmen, die zum Beispiel wie die großen Zigarettenhersteller oder die großen Hersteller von Konsumprodukten die Möglichkeit haben, steigende Rohstoffkosten, durch die Inflation gestiegene Kosten, in ihren Abgabepreisen an die Verbraucher überzuwälzen, die stehen sehr gut da. Gekniffen werden nur die, die direkt an die Industrie verkaufen, also zum Beispiel Autozulieferer. Herr Köbler, wir sind uns offensichtlich einig, dass die Begriffe, die man früher dann verwandte, nämlich das Ganze geht in eine trabende Inflation über, die dann vielleicht sogar in eine galoppierende, ich denke nur Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, als wir zweistellige hatten, davor brauchen wir keine Angst haben. Was würden Sie denn jetzt, wenn ich mit 1 Million zu Ihnen komme und sage, ich will endlich mal was anlegen, was würden Sie denn dem Anleger empfehlen? Also wir würden nicht die Aktienquote zu sehr nach oben schrauben im Moment, aber eher aus taktischen Gründen, weil wir einfach nicht davon ausgehen, dass die Märkte einen Durchmarsch bis Jahresende hinlegen werden. Wir würden unser Heil versuchen in einer vernünftigen Diversifikation. Ohne jetzt was in die Phrasenkasse abzuwerfen. Legen Sie es freiwillig ein. Vernünftige Diversifikation. Was heißt denn das schon? Ich helfe Ihnen dabei. Jetzt, wunderbar. Das müssen Sie uns erklären. Also ich erkläre Ihnen das jetzt. Also letztlich ist es so, dass natürlich eine Aktie als Sachwert mit ins Portfolio gehört, dass man natürlich auch auf Nichtzyklige achten muss. Wir sind in der Phase, da gebe ich Ihnen völlig recht, Nahrungsmittel, all diese Dinge, konsumnahe Geschichten, Agrarwerte, das ist sicherlich alles sehr interessant. Aber wir wissen alle, wenn die Märkte in die andere Richtung laufen, wir haben sehr, sehr viele Unsicherheiten im Moment. Amerikanische Schuldenkrise, von Ihnen vorhin genannt. Natürlich werden die den Hahn wieder aufdrehen. Aber wie drehen die das QE3 auf? Was wird Bernanke tun? Die Frage ist, 30.06. läuft QE3 aus. Jetzt sagen das wird kurzfristig. Wo diversifizieren oder wo hinein diversifizieren wir jetzt? Rein diversifizieren. Was bleibt denn noch? Es gibt ja außerhalb der Aktie auch noch interessante Anlagemöglichkeiten. Zum Beispiel? Wir sprachen von Inflation. Denken Sie an die Emerging Markets, deren Inflationsraten ja von Natur aus höher sind, inflationsorientierte. Also ausländische Aktien, aber wir sind nein, immer noch bei Aktien. Nein, ich rede von inflationsindexierten Anleihen der Schwellenländer zum Beispiel. Es gibt ein paar ganz interessante Sachen dabei. Da ist ja auch Inflation zweifelsohne vorhanden, 5-7%. Der Anteil der inflationsindexierten Anleihen in diesen Ländern beträgt etwa 30%. Also inflationsindexierte Anleihen international. Wir sind in Stuttgart, ganz kleiner Schwenk. Wie sehen Sie die Industrieanleihen, die hier ja vor allem begeben werden, am Bond M, dem Mittelstandssegment, die bieten ja relativ attraktive Renditen? Schwierig. Also die Stuttgart ist ja für uns im Anleihebereich natürlich der Handelsplatz schlechthin, aber im Bond M-Bereich soll man sich schon sehr genau die Bilanzen der Unternehmen ansehen. Wenn sehr wenig Marktkapitalisierung vorherrscht,
Und eine Emission kommt mit 20, 30 Millionen, muss der Anleger eigentlich davon ausgehen, dass er Buy and Hold macht, diese Anleihen liegen lässt. Stichwort Wandelanleihen. Das ist für uns ein großes Thema, Wandelanleihen. Ja. Nach wie vor? Nach wie vor. Und sehr hoch gewichtet bei uns noch. Wir gewichten Wandelanleihen momentan mit 8-10%. 8-10%? Ja. Gut, dass Sie nicht 5-10% gesagt haben. Das war wieder die Schandtrate. Ja, wir sind also bei der Asset Allocation und haben jetzt schon den Blick über die Grenzen hinweggeworfen. Gibt es, Herr Tilinius, eigentlich Länder, jetzt ungeachtet des Anlagetyps, von dem man sagt, da muss man dabei sein, du musst in diesem oder jenem Land investiert haben, wie auch immer. Würden Sie im Zuge Ihrer Diversifikation außerhalb Deutschlands massiv anlegen? Und zwar die Länder, die in derselben Lage sind wie Deutschland 1950, nämlich keine Schulden haben. Gibt es das noch? Die Chinesen haben keine Schulden, Gold hat keine Schulden, wenn man das mal als Währung betrachten will. Die südamerikanischen Länder, Mexiko. Aber bei Gold erwarten Sie ja keine besonderen Preisanstiege mehr. Nein, ne? Aber Gold gehört auch zu denen, die keine Schulden haben. Ach so. Als Alternative zu den Währungen. Das kommt aber später. Die Explosion des Goldpreises findet erst in 3-4 Jahren statt. Die Länder, die jetzt. Das sagen Sie schon präzise voraus. Ja. Und wobei, wenn Sie sagen Explosion, das bedeutet ja. Goldpreis 2000 Dollar. Aber erst, wenn die Inflation kräftig ins Laufen kommt, das ist noch ziemlich weit weg. Naja, das ist noch keine Explosion, lieber Herr Tilinius. Da gibt es Leute, die sagen, häng eine Null hinten dran, jetzt am jetzigen Fall. Ja. 10.000, 12.000. Ja, das haben wir auch 1980 schon gehört und dann klappte der Goldpreis von 850 auf 250 im Januar 1980, zusammen. Das können wir gut. Also in Länder, die in Währungen, die in Frage kommen, die wenig Schulden haben, zum Beispiel Brasilien hat relativ wenig Schulden, Mexiko hat wenig Schulden, China hat wenig Schulden, Russland ist ein Sonderfall, die haben auch wenig Schulden, aber dort gibt es politische Instabilität. Also doch Schwellenländer und zum einen Anleihen aus Schwellenländern, dann wenn sie noch indexiert sind oder auch Aktien aus Schwellenländern. Schwellenländer mit anderen Worten auf jeden Fall dazu mischen. Herr Köbler, sehen Sie das auch so? Langfristig ja, kurzfristig nein. Was heißt denn langfristig? Heißt für uns auf eine Sicht von 5 Jahren plus X sicherlich. Kurzfristig investieren wir. Das ist doch die alte Definition. Nein, wir investieren definitiv momentan kurzfristig nicht in Schwellenländern, auch nicht in China. Wo investieren Sie denn jetzt um Himmels Willen? Wir halten relative Cashquoten in einer Größenordnung von 10-15% im Moment, haben sehr viel im kurzen Anleihebereich investiert, Corporate Bonds, Bond M, Sie sagten es ja vorhin, Wandelanleihen, nachrangige Anleihen, also Hybridkapital, inflationsindexierte Anleihen, Gold. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, mit meiner Million, mit der ich zu Ihnen komme, da bin ich nachher ja nicht so furchtbar glücklich, weil Sie sind ja nach wie vor vorsichtig. Mit anderen Worten. Korrekt. Legen wir noch ganz kurz nach vorne zum Schluss. Ich möchte Ihr Vermögen real erhalten, das ist mir im Moment wichtig. Gut, dass ich keins habe, ich gebe ja mein Geld aus, aber reden wir von dem Anleger, der welches hat. Heißt denn das, meine Herren, der Anleger muss einfach kleine Brötchen backen sozusagen, er sollte vom zweiten Halbjahr 2011 nicht zu viel erwarten. Darf ich das so interpretieren? Sehen wir so, wir sehen erhebliche Fragezeichen vor dem nächsten Halbjahr. Gut. Und halten uns zurück. Geld ausgeben? Anlegen. Das zweite Halbjahr wird viel besser als alle meinen. Wir haben durchaus Chancen, dass der DAX zum Ende des Jahres die 8.000 in Sicht nimmt. Die müssen nicht erreicht werden. Aber das ist ein realistisches Ziel, womit wir auf eine Gesamtrendite von etwas über 10% im Jahr kämen, was in der Mitte des Konjunkturzyklus der übliche Wert wäre. Damit sind wir bei der entscheidenden Frage, die alle Anleger interessiert. Sehen Sie den DAX bei 8.000 oder drüber noch in diesem Jahr? Wann? Am 20.12. Egal, nein. So genau muss es nicht sein. Ich weiß ja, wo er ist. Ich darf das hier nicht sagen. Ja, okay. Aber was sagen Sie? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der DAX am Jahresende bei 8.000 Punkte steht. Wir glauben eher, dass der DAX auf dem Niveau, wo er sich jetzt befindet, wieder zurückkehren kann nach einer gewissen Korrektur. Sachwerte, liebe Anlegerinnen und Anleger, bleiben im Fokus. Nicht zu viel Erwartung vom zweiten Halbjahr. Auf der anderen Seite haben wir gehört, Aktien bleiben interessant, Schwellenländer bleiben interessant und vielleicht läuft das zweite Halbjahr doch besser, als wir alle glauben. Wir haben unterschiedliche Formen von Optimismus und Pessimismus heute gehabt. Ich sage Ihnen, der DAX wird über 8.000 steigen. Über 8.000 steigen in dem Jahr. Und wenn ich nicht recht habe, haben wir alle Pech gehabt. Machen Sie es gut und machen Sie weiter mit.